Das ist ein Überfall, Simon. Was machen wir jetzt? Die beste Wurst im Osten früher. Ne? Die einzige Ware, wirklich, die auch wirklich schmeckt. Und die Soße, ist, kann ich euch empfehlen, ist einwandfrei. Ja, wir waren ja gerade auf dem Weg hin zu einem Werbebrief-Dreh und er meinte, hier müssen wir anhalten, hier gab es die erste Ossi-Kettwurst in Berlin, in der genau. Schönhausallee. Das stimmt, genau so. Und deswegen checken wir die jetzt mal ab. Aber wer ist er denn hier? Guck mal. Alter! PS, okay, komm. Wir machen da einen One-Tag noch. Na dann, ab jetzt, hier direkt an der Schönhauser Allee. Zack, kriegt euch das an, alles gefährlich hier beim Laufen. So. Berlin und Fahrradfahrer kommt nah an Amsterdam ran, glaube ich. Meinst du? Ah, ich glaube, Amsterdam sehen. Ist noch mal ein Tick schlimmer. Aber ja, wir werden ja noch nicht zu viel verraten, aber da vorne ist es. Freunde, kickt mal. Die originale Catwurst. So geht das ab, Digga. Die schmörgeln wir uns jetzt rein, wa? Oh, yes. Was ist denn das für eine kleine Bude? Ich hatte gerade die ganze Zeit im Kopf mit so einem Teigmantel und frittiert, aber nee, das ist ja in so einem. Aber schreibt man Catwurst nicht eigentlich mit ein T? Gab es das nicht mal eine andere Schreibweise? Hast du es mit ein? Irgendwas habe ich mal gelesen. Ich weiß es nicht. Kein Nimmt Plan. Ihr alle eine Catwurst? Ja, natürlich. Ja? Ja. Aber ihr müsst doch Hunger haben. Wir gehen gleich zum Werbebrief. Ja, wir haben richtig Hunger. Wir haben nicht gefrühstückt. Wir haben extra drauf gewartet heute. Alles klar. Bio Company. Bio Currywurst, Bio Pommes. Das sieht ein bisschen anzüglich aus. Was steht denn da? Das steht dann da. Und guck mal, da oben. Da ist die Entstehung davon, ne? Also siehst du ja. Ah! Die Entstehung und dann steht da auch, warum die so heißt und hat ja einen Begriff, warum die Kettwurst heißt. Erinnern Sie sich noch an die Kettwurst, genau. Die war die sozialistischste Antwort auf den Hotdog und schnell eroberte sie die kulinarischen Herzen. Und das bis heute. Berlin ist Bio, also anscheinend auch Bio. Beim Fleisch ist uns nichts Wurst. Berlin ist okay. Bio. Das war die DDR-Variante, Mensch. Digga, guck dir mal bitte die Gutscheine an. Geil. Geil. Nice, richtig authentisch. Ja, auf jeden Fall. Hier, authentisch. 1960. Ich würde mal sagen, einige Zeit ins Land gestrichen. Ja, und der Berliner Schnauze auch noch dahinter. Immer Pommes! So muss es sein. Ich hier bayerisch sprechen, oder was? Sehr, sehr gut. Stark. Nee. Und hier fliegt man zu Hause. So solltet ihr auch sein. Alles beim Alten. Wir haben gestern ja noch super alte Sachen gekickt, deswegen ist es super, dass ich jetzt eine Catwurst heute esse. Genau. Ich gucke nämlich in letzter Zeit gerne, oder immer wenn Blocky sie anmacht oder anmachen will, sage ich, nee, ich habe keinen Bock. Aber dann eine RBB-Doku, Digga, das macht auf jeden Fall Spaß, Digga. Über die alten Sonntagsplätze in Berlin. Ja, die Top 30, das heißt die Top 30 Sonntagsplätze. Also müsst ihr euch mal angucken. Mehr Rentnerfernsehen gibt's nicht. Und wie aufgeregt ich dann auf dem Bett sage, Blocky, kick da mal. Es war einfach, der Wahnsinn. Ihr habt auch Paprika-Julasch mit Nudeln. Oha, wirklich? Ja. Ah, stimmt. Paprika-Gulasch mit Nudeln, Digga. Ist ja richtig Kindheit hier alles. Und die richtigen Klassiker hier? Ja, und die müssen auch sein, Digga. Smarties Pocher. Was ist dein Lieblingseis von denen hier? Bum-Bum. Was haben wir noch? Eine Pudu? Pirule finde ich auch geil. Oder Kaktuseis auch ganz klassisch, Digga. Kaktuseis? Kennst du noch Brauner Bär? Brauner Bär kenne ich mit dem Nougat drin. Ja. Die Karamellkern. Karamell und Nougat. Nougat genau. Und drum kriegt der Karamellkern. Aber Brauner Bär gibt's nicht mehr. Du hast Brauner letztes Bär Mal. Gibt's nicht mehr. Hallo! Hi. 4 Kettwürste bitte. Hallo. Ich bin mal gespannt. Ja, das ist eine Wurst in einem Brötchen mit Ketchup, oder? Ja. Im Grunde genommen ganz einfache Geschichte, ne? Kettwurst halt. Wahrscheinlich muss das Fleisch gut sein, eine Brötchen gut sein und der Ketchup gut sein. Und wenn eins von den drei Sachen scheiße ist, ist auch die Kettwurst wahrscheinlich scheiße, oder? Also was sagst du dazu als. Also ich habe die gerne gegessen früher, die Soße ist ja Hammer. Und wenn die so ist wie damals, ne, dann geil. Also geil, das war hier anderes. Auch dein Lieblingsplatz für Catwurst. Ja. Hier bist du immer hingegangen. Genau. Hier war der kleine Simon Catwurst essen. Genau. Geil. Damals mit meiner Ex-Frau war oft hier gewesen. Naja, dann bin ich mal gespannt, wer das jetzt kann. Willst du einen Kaffee schwarz oder was, Simon? Nee, danke. Alles gut. Guck mal, die suchen sogar Aushilfe. Im Notfall. Wenn das alles nicht mehr sein soll, verkaufe ich Catwurst. Kommt da vorbei, Alter. Stark. Nee. Was hast du gefragt? Nee, ob sie so lange da ist, weil sie so aussieht wie die Verkäuferin von damals noch. Wie lange arbeiten Sie hier schon, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt 2 Jahre. Achso, ja. 2 Jahre? Ja. Naja. 2 Jahre. Naja. Jetzt schaut mal. Ich zeige euch das mal von außen.
Guck mal, richtig authentisch. Das ist eine alte Hütte hier, genau am Schönhauser U-Bahn, S-Bahnhof, wie auch immer. Zack. So, und jetzt will ich meine Kettwurst haben. 4 Stück. Ja. Was hast du gefragt? Ob ihr noch was dazu wollt jetzt? Trinken oder irgendwas? Nee, war nur eine Kettwurst essen, würde ich sagen. Nur eine Kettwurst. Genau. So. Kofu, was ist denn Kofu? Kichererbsen-Tofu. Das ist so ein bisschen das neue Berlin, ne? Das ist so ein bisschen jetzt, wir sind Prenzlauer Berg. Ne? Kichererbsen-Tofu, Curry. Wird es aufgekauft, Kofu? Seltener. Seltener? Ja, hier, Digga. Sogar, nee, erstmal hier, ne? Ja, unser. Würde ich sagen. Oh, das ist aber schön weich, ne? Ja, ich hab auch gerade mal ein bisschen neidisch. Also, das sieht ein bisschen komisch aus, wenn du das jetzt hier noch so ein bisschen raus. Aber geil ist ja, die Soße ist ja immer. Ja, warte, wir warten kurz, bis wir zu dritt haben vielleicht. Digga, du kriegst fast mal das Brötchen an. Super, super. Oh, das ist smooth, Digga. Oh, Digga. Da freue ich mich gleich erstmal jetzt drauf, muss ich ja schon sagen. Da bin ich ja schon ganz aufgeregt hier. Gerade mit den Erinnerungen von gestern. Ja, ja. Ich glaube, das Ding kann man. Simon, lass das Ding drin, ne? Ja. Wie bitte? 11,60. Ja, 4 Stück bitte. Ja, trotzdem macht es 11,60. Sollst du noch bekommen? Zwei festhalten für dich. Warte kurz. Mensch. Hier. Haben wir, ja? Hier habe ich mein nicht vorhandenes Portemonnaie. 11,60 machst du 13, ja? Oh, ein so. Tipp, ja? Also ein Tipp eben. Kleines Subway. Alles klar. Ja, super, so sehen Thumbnails aus. Danke. Ich will jetzt, los. Komm. Mach, ess schon mal, weil dann kann ich essen, wenn meine angekommen ist. Ich weiß ja, wie sie schmeckt. Ja, rein, zack, Leute, wird kalt und könnten wir uns hier. Ach nee, ich darf mir meine Stimme nicht verstehen. Ja, alles. Muchos gracias. Sei deine Stimme, wie du willst. Auf einzelne hört man nicht. Absolut damals. So wie früher. Hat sich nichts verändert. Gar nichts. Schmeckt genauso lecker wie früher. Genauso? Ja, genauso dieses. Nichts extra, nichts. Es ist einfach. Das war. Davon kannst du 3 Stück essen. 3, 4. Das Brot ist sehr, sehr soft, so wie es sich anfühlt. Die Wurst ist hart. Ein bisschen. Knack. Aber das. Ich sag meistens von guter Fleischqualität, nicht so ein hoher Fettanteil. Ein bisschen mehr Fleisch drin, das hier ist auch ein bisschen bissfester. Und ein guter hausgemachter Ketchup ist auch wichtig. Hammer, absolut da. Ein industrieller. Also auf jeden Fall hat sich nichts geändert. Das ist genauso wie früher, wie vor fast 10 Jahren, 15 Jahren. Also nichts geändert. Ja, ihr könnt weiterreden. Es braucht oft einfach nur die klassischen Sachen, ne? Die dann auch einfach erfolgreich werden. So. Ja, voll. Einfach ein schönes weiches Brötchen, Digga, eine gute Wurst und ein geiler Ketchup. Ja. Und dann an so einem Sommertag kommst du hier auch her und knallst einfach eine Kettwurst rein, Digga. Und gehst zum Wannsee. Und gehst zum Wannsee. Ja, Digga. Digga, das Brötchen ist wirklich eine Wolke. Ja. Krankes Brötchen. Voll lecker. Ich bin schon fast fertig mit meinem. Ja. Catwurst-Test bestanden, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall, hundertprozentig. Für Werbebeef kommt am Sonntag raus in die beste Taqueria Berlins. Und da gibt es so einen riesengroßen mexikanischen Fleischspieß. Wie nennt man das? Oh, ich weiß gar nicht, wie genau man den Spieß nennt. Aber und wo die besten Tacos Berlins. Ja. Das ziehen wir uns auf jeden Fall gleich mal rein. Habt ihr Bock? Ja. Sehr gut. Ey, ich würde sagen, wir essen jetzt in Ruhe unsere Catwurst auf, wa? Kleckern uns noch ein bisschen voll. Und würde ich sagen, das war eine neue Folge vom Doggy & Joey.